Von Musical.ly-Sternchen zu ganz großen Filmstars. Dass Lisa und Lena von einem Leben als Schauspielerinnen träumen, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. An der Seite von Matthias Schweighöfer hat das Zwillingspärchen schon im Film Hotdog, der im kommenden Jahr starten wird, sein Talent unter Beweis stellen dürfen. Jetzt stehen die Mädels in den Startlöchern für ihren nächsten Film. Das haben sie uns nämlich im Interview auf der Lifestyle-Convention Stylorama in Dortmund verraten. Der Film ist auch geplant für nächstes Jahr, also dass wir nächstes Jahr anfangen zu drehen. Dürft ihr da schon mehr drüber verraten? Ich glaube, wir sagen einfach immer nur, es geht um Zwillinge. Ja, aber es geht schon um euch als Person. Nee, es geht um andere Rollen. Es geht um andere Rollen? Wann kommt der in die Kinos? Könnt ihr schon ungefähr sagen, wenn ihr nächstes Jahr dreht? Ja, mal anfangen zu drehen. Ist mal in Planung, nächstes Jahr schon zu drehen, aber wir schauen mal. Na, wenn das mal nicht nach Hammerplänen klingt. Aber Moment mal, sind die Lochis nicht auch bald wieder mit Dreharbeiten beschäftigt? Wir haben nachgefragt, ob die Zwillinge etwa alle gerade zusammen an einem Projekt arbeiten. Aber ihr seid nicht in dem Film von den Lochis mit dabei, oder? Aber das ist jetzt auch nicht so Honey und Nani mäßig oder so. Geheimnisvoll, geheimnisvoll, ihr beiden. Wir freuen uns auf jeden Fall schon, euch bald auf der großen Leinwand sehen zu dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.